Nachbarfreunde, wir sind im Räumchen, noch ist es leer, aber am Wochenende ist Pokalspiel. Bei mir Alina und Julia von unseren Ladies. Wollen wir Julia zuerst mal zurückblicken, auch wenn es unschön ist. Wochenende war nicht so erfolgreich, auswärts in Überruhr, hat nicht ganz geklappt. Woran hat es gelegen? Ja, also der Teamgeist war auf jeden Fall da, aber ja, woran es genau, wir haben es an der ersten Halbzeit haben wir uns eigentlich selber verbockt. Ja, ich. Nicht so gut Abwehr oder Angriff, wo du sagst, sie hatten kein zu 31 Tore, glaube ich, zu bekommen, ist viel, ne? Ja, also es hat definitiv an der Abwehr hauptsächlich gelegen. Die Rechtsaußen hat in der ersten Halbzeit viel zu viele Tore gemacht. Also da haben wir irgendwie komischerweise gar kein Konzept gehabt, wirklich. Die Mittelspielerin hat so oft den Pass auf Außen gespielt. Also das war Schade. Jetzt leider nicht erfolgreich. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit haben wir noch mal gut gekämpft, aber es hat leider nicht ausgereicht. Ja, das kommt vor und ihr seid ein junges Team, da lernt ihr draus. Ja, das machen wir einfach den Blick nach vorne, Alina. Jetzt ist Pokal-Endspiel und es kommt Gelpe Strombach, eine Spielgemeinschaft, die ich am Anfang stark eingeschätzt habe, die aber auch in Anführungszeichen nur mit ausgeglichenem Punktekonto dasteht. Aber trotzdem eine starke Mannschaft. Wie schätzt du Gelpe ein? Also die haben auf jeden Fall eine starke und aggressive Abwehr. Also ist tut ordentlich weh, wenn man da richtig durchgeht. Aber ja, sie haben trotzdem, haben wir trotzdem immer noch den Angriff, wenn wir es vernünftig spielen, immer noch trotzdem den Laufvorteil, weil wir ja jetzt auch nicht langsam sind. Und ja, die spielen natürlich trotzdem schnell den Ball nach vorne und kommen halt einfach aus der Abwehr geschlossen nach vorne und spielen einfach einen super Ball, also ballsicher und alles, ja. Letztes Jahr habt ihr gegen Gelpe ganz gut ausgesehen, wenn ich es richtig. Nee, habe ich was falsch verstanden? Ich glaube, da habt ihr auswärts, glaube ich, eine Klatsche bekommen und zu Hause hat es geklappt oder wie war es? Wir haben letztes Jahr im Pokal, also Marc hat es eben nochmal angesprochen, 40-18 verloren. Oh, bitter. Das ist eine Rutsche. Ja. Wir waren, ich glaube, ein paar Wochen vorher waren wir auch in Strombach. Da haben wir gewonnen. Ja, und dann haben wir die Klatsche bekommen und hier im Rückspiel, ich kann es gar nicht mehr sagen, ich glaube mit 6 oder so. Ist gut gelaufen. Ja. Hölle West ist auch für euch besonders. Ne? Wie wichtig sind die Zuschauer auch am Wochenende für euch, die jetzt auch die Videos gucken, die braucht ihr, glaube ich. Ne? Ja, also man sieht es ja auch, also in den Heimspielen sind wir deutlich stärker als in den Auswärtsspielen. Wenn wir die Zuschauer im Rücken haben, dann läuft das auf jeden Fall für uns besser. Ich kann gar nicht sagen, also ne, klar, das pusht einen noch mal mehr, ja, und ja, in der Hölle West muss man erstmal gewinnen. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht so einfach zu gewinnen. Ja, das stimmt. Das habt ihr hier schon häufiger gezeigt und am Wochenende Pokal-Endspiel, wenn ihr den Pokal holt, bei den Herren geht es dann weiter. Ist das bei euch auch so, dass es dann noch eine weitere Runde erfolgt oder weißt du das gar nicht, ob dann noch eine DHB-Pokalrunde oder irgendwas kommt? Ich meine ja, also ich meine, ich hätte bei Strohmann, die haben ja dann letztes Jahr gegen uns gewonnen im Pokal, für die geht es jetzt auch weiter oder ging es weiter? Ich weiß nicht, ob die gewonnen haben oder verloren, aber ich meine, es ginge weiter, ja. Das heißt, es lohnt sich auch. Das heißt, es ist für euch richtig Musik drin. Das heißt, ihr seid motiviert, am Wochenende auch sowohl den Zuschauern, aber auch für euch selbst zu zeigen, jawohl, wir wollen den Pokal gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Und die Klatsche von letztem Jahr auf jeden Fall gut zu machen, ne, im Finale. Das denke ich doch auch. Julia, hast mitbekommen, dass die Eintrittsgelder werden gespendet für die Deutsche Krebshilfe. Wie findest du das? Ja, das finde ich eine sehr gute Aktion. Also ich freue mich immer über alles, wo wir uns gut präsentieren. Also ne, das wirft ja auch ein gutes Licht auf uns. Und ja, ich finde es definitiv eine gute Sache, dass wir uns da für Bedürftige und für kranke Menschen dann auch einsetzen. Das denke ich auch. Und das ist noch ein Grund mehr, liebe Handballfreunde, am Wochenende nicht nur Julia und Alina zu sehen, sondern auch die anderen Ladies. Und danach spielen natürlich auch die Herren gegen Derschlag. Kommt vorbei hier in die Hölle West und das diesmal für einen guten Zweck für die Deutsche Krebshilfe. Wir freuen uns und sagen bis Samstag um 16:30 Uhr. Genau. Ne? Ja. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.